Zack, bumm, da sind wir wieder. Zack, bumm. Hoi Trio. Hoi Trio. Oder so. Palim, palim. Palim, palim. Wir sind zurück mit Day of the Tentacle Remastered. Und genau, wir befinden uns hier immer noch bei den Verfassungsvätern der Vereinigten Staaten. Das habe ich kommen sehen. Ja, aus gegebenem Anlass kann man einfach mal. Ganz genau. Und ich schulde euch eine Geschichte. Über einen dicken Vogel. Ja, einen richtig dicken Vogel. Nein, also. Das war ein Vogel. In meinem Elternhaus habe ich in einem Zimmer gewohnt, wo der Kamin durchging oder halt der Schornstein durchging. Und irgendwie habe ich so mehrere Tage am Stück immer so komisch piepen hören und sowieso. Es hat gevögelt. Ja, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass Vögel nicht oben auf dem Schornstein, sondern im Schornstein direkt auf Höhe meines Zimmers genistet haben. Oh, okay. Ja. Ich habe es zum Glück im Sommer dann gemerkt und es wäre im Winter dann unter Umständen ein bisschen unschön geworden. Für die Vögel. Ja, schon. Ja. Hätte es sich ausgezwitschert. Aber wie dem auch immer sei, so dick war die Geschichte jetzt aber nicht. Nee, das stimmt. Aber doch, der Teaser war auf jeden Fall nicht untertrieben. Okay, prima. Ja, genau, das Ganze war uns bei dem Rauchdetektor über dem Kamin aufgefallen. Dieser Kamin, den wir doch vielleicht mal anmachen sollten, damit unser Freund Hancock hier auf der rechten Seite ja nicht mehr zittert wie so ein Drogenopfer. Genau. Also. Wow. Oh, das wollte ich gar nicht. Das kommt jetzt überraschend. Warum, wie und da ist der Storch. Das Storchenpaar, das wir so aufgescheucht haben. Das ist ein sehr dehnbarer Kamin. Oh ja. Okay, das war gar nicht meine Absicht, aber okay, ja. Das ist er. It's one of those pulley things. Ja, gut erkannt. It's too complicated for me. Ja, gesunde Selbstwahrnehmung. Ja, immerhin etwas. It's blocked up with somebody's bed. Okay. Da kann er aber rein. Wie geil der überall einsteigt. Eigentlich wollte ich ja mit George Washington reden. Ja, das stimmt. Jetzt. Pass auf, wir machen jetzt wir treten den Rückweg an. Okay. Ach, Mist. Jetzt. How about an amendment that the president has to be a human being? Please, this is serious business. You're right. Okay, sie sind noch nicht ganz so weit gekommen, wie es scheint. Offenbar, ja. Ja, also um das festzustellen, dass ein Präsidentschaftskandidat ein Mensch ist, sollte man einen Capture-Code irgendwie einführen oder so. Ja, das stimmt. Oder DNA-Test. Gut, da sind wir wieder bei den Buddies und jetzt reden wir doch endlich mal mit George Washington, der. Oh! Wie schön. Direkt geht präsidiale Musik an. Excuse me. Yes. Boah. Oh, you're like George Washington. Very much like him, according to my wife, Mrs. Washington. Boah. Beeindruckend. My name is Hoagie. My name's Hoagie. Like the sandwich? How quaint. Ist das ein Bar mit dir und dem Kirschbaum? Ja, ich will das erste vielleicht diesmal nehmen. Oder ist es kalt genug für dich? President or something? Yes, I expect to be chosen president unanimously. I'm very well connected. Do you think I should be the ecology president or the education president? Hängt davon ab, wie viel Kirschbaum du gefällt hast. stimmt, ja. Das ist doch die Legende um George Washington. Depends on how many cherry trees you've chopped down. Well, I am quite the adept tree cutter. Men still tell tales of my youthful prowess. Ich tippe, er ist Forstwirtschaftsmeister gewesen. Würdest du es mir? Wahrscheinlich, ja. Would you give me a demonstration? I don't see why I should. Na gut. Cold enough for you? Cold? Why, you don't know the meaning of the word. I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my spit would freeze before it hit the ground. Cool. Extremely. Das hab ich erwartet. Oh, das war's. Okay. Excuse me. Yes?
Ich würde hier nochmal auf die Kirschbäume, weil vielleicht, wenn der Kirschbaum fällt, können wir halt den Kamin anmachen, ne? I've been thinking about what you said about cherry trees. Pondering the great truth, eh? Well? Ja. Ich wette, du hast es verlernt. Stimmt, man muss sie bei ihrer Ehre packen, ne? Ja, ja, ja. Ich denke auch. I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. Lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there isn't. Ja, es gibt nur Kumquatbäume. I only cut down cherry trees. Family tradition, you understand. Cherries only. There's nothing out there but cedar and kumquats. Okay. Dann... Ja, wie es sich für einen von seinem Stand gebührt, natürlich nur Kirschbäume. Ja, dann wollen wir doch irgendwie dafür sorgen, dass er einen Kirschbaum zum Umhauen hat. Eben. Ich weiß allerdings noch nicht so richtig, warum wir überhaupt wollen, dass der Kamin an ist, damit John Hancock wärmer Vielleicht ist. Vielleicht damit halt die Verfassung geschrieben wird. Ach so, damit die weitermachen können. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich davon auch irgendwas. Hier gibt's doch bestimmt Stuff. Geil, Spaghetti, das braucht er doch auf jeden Fall. Sometimes I like to eat it raw. Ja, dann. Ja, ich übrigens auch. Oha. Ja, okay. Das knuspert so schön. Ich habe früher nur Kroketten roh gegessen, muss ich zugeben. Das war aber auch schrecklich. Guck mal. Das da war doch was. Ja. Yes, 1 von 3. Completed. Mmm, Salad Oil. Oh mein Gott, wir brauchen nur noch Gold und Essig. Angucken. Man kann die Spaghetti Bitte. Nicht auch mitnehmen? Was? Die Spaghetti? Weiß nicht warum, Achso, aber. Ich hab's gar nicht versucht. Ja, selbstverständlich. Ich bin nicht so im Adventure-Modus gerade drin, offenbar. Das, ja, aber ich denke mal, was mit der Schublade vielleicht noch? Nein. Ja, okay, das ist nur allgemein als Schrank bezeichnet hier. Und oben dieser kleine Schrank? Naja, schauen wir erstmal hier. Öffne den Schrank. Öffne ihn. Ja, komm. Die könnt ihr vielleicht auch mal gebrauchen, ne? Diese Geräusche, ich liebe es. Ja, was sagt er eigentlich dazu? I hope this wasn't used in the outhouses. Ja, okay. Okay, gibt's sonst noch was? Nicht so direkt. Ah, eine. Oh. Ja, nimm da alles mal mit, ne? Okay, prima. Dann können wir hier, glaube ich, wieder raus. Ich denke auch. Was mit. Achso, hier oben. Da oben, aber sieht auch nicht danach aus. Ne? Nee, vielleicht können wir den Eimer jetzt mit dem Wasser benutzen. Dann können wir Achso, den, ah. Vielleicht können wir uns Good thinking. Eimer Wasser zapfen. Dann können wir uns die Spaghetti kochen. Oh, ja. Ja. Saugeil. Genau. Intuitiv so. Wusste er, wie man das macht. Spaghetti mit Eimer? I don't wanna. Achso. Ja, I don't wanna. Okay, er will nicht. Okay. Vielleicht kann er natürlich auch mit der Bürste und dem Eimer gleich irgendwo so ein Möglich. Bisschen putzen. Gut, ja, also ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Ich weiß nicht, sollen wir denn noch durch den Kamin oder wollen wir eben... Ach so, ja, sicher. Ich hatte da so eine Katze gesehen. Da war eine Katze mit einer Maus, ja. Ja, vielleicht müssen wir die irgendwie... Wir können bestimmt die Maus mitnehmen oder so. Mit den Spaghetti vielleicht. Ist das ja ein Rezept. Fünfleck am Spaghetti, ich glaube, so eine Bolognese heute noch gemacht. Ja. Die echte Bolognese nach Familienrezept. Hackfleisch aus Maus. So. Mäusehack. Katze. Boah, war ganz schön viele Mäuse, aber. Die ist süß. Ja, What die ist a pretty cool. Pussycat. Oh, können wir die nehmen? Ach man. Jaib. Jaib. Können wir sie irgendwie streicheln? Drücke die Katze. Drücke die Katze, oh ja. Okay, wir drücken sie mal. Okay, gut. Ich mag sie auch nicht. Können wir die Maus vielleicht? Quietschende Spielzeugmaus. Cats dig these. Ja. Schön. Okay. Wenn wir den Eimer Wasser mit der Katze benutzen, ist sie wahrscheinlich noch... Ja, das sollen wir lassen. Ich meine, nehmen wir es doch mal, ne? Also. I don't wanna. I don't wanna. Ja, die Spaghetti mit der Katze auch nicht mögen, ne? Oder können wir die Spaghetti eintauschen gegen die Maus? Nee, ist unwahrscheinlich. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo uns einer der Gegenstände helfen soll. Woher haben wir eigentlich einen Dosenöffner? Frage ich mich auch schon. Ich glaube, den hatten wir von Anfang an schon, oder? Ja, offenbar. Rote Farbe. Vielleicht können wir den Pinsel nehmen. Oder die ganze Farbe. Ja. Jawohl. Selbstverständlich.
Geil, geil. Ich habe auch. Alright, paint! Alright! Ich habe einen großen Verdacht, was wir mit dieser Farbe anstellen können, aber ja, schauen wir mal. Wollen wir noch nichts wollen? Ach, ah, hier, hier, wir sind in dem Schlafzimmer der beiden Söhne. Ah, stimmt, nett. Very Spartan. Ja. Oh! Ah, ja, schnell nehmen. Oh. Ah, vielleicht funktioniert das wirklich, ne? Vielleicht, wenn ich das andere Bett nehme, das ist weiter weg. Also es muss ja irgendwie... Oh. Nee, aber... Mm. Aber ich weiß nicht, war das jetzt nur so ein kleiner Gag oder ist es wirklich irgendwas mit der Katze zu holen? Oh, benutze... Kriege ich eine Matratze mit Katze vielleicht? Oder mit der Maus. Oh, Leather. I don't think I can do that. Aha. Können auch die andersrum mal versuchen? I don't think I can do that. Okay, egal. Dann, wie habe ich denn das eben zum Quietschen gebracht? Drauf. Where am I gonna put it? Untersuchen einfach, oder? Geht jetzt halt nicht mehr, ne? Vielleicht jetzt mit der Katze einfach mal? Ja. I don't think I can do that. Ja, dann war es wahrscheinlich echt nur so ein... Ja, aber es hat die Katze abgelenkt und dann hätten wir die Maus kriegen können. Aber... Und dann würden wir da was draufstellen? Wir können auch die quietschende Matratze mit dem anderen Bett. Aha. Die. Das dürften die Söhne sein, was? Sounds vermutlich. Like the cat's caught a moose up there. A moose? Ja, so klingt das, wenn Katzenmäuse fallen. Okay, das. War doch schon mal vielversprechend. Ich glaube, jetzt können wir rumquietschen. Ja. Dann schnell zur Maus gehen und sie uns nehmen. Juhu! Wir haben eine Maus. Prima. Jetzt haben wir schon eine Maus. Oh. Im Petto. Oh, und jetzt sollte die Katze machen. Ja, und jetzt vergessen. It's closed. Okay. Öffnen. Und runter. Kommen wir zu den Söhnen womöglich? Na, wahrscheinlich. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Dieses Pferd hat hässliche Zähne. Horsey. Oh ja. Hi yourself. What? Nette Zähne. Wow, you can talk. Wow, so can you. What a coincidence. So geil. Ja, I didn't think horses could talk. Maybe they just never had anything to say to you. Ever think of that? You mean horses have been snubbing me my whole life? Well, if you want to put it that way. What's a nice horse like you doing in a place like this? Hey, I live here. What are you doing here? I'm trying to get back to the future and save the world. The future, huh? And I thought that Franklin guy was off his nut. Ich glaube, das Pferd hat diesen langen Durchblick. Ah, ich will schon noch die netten Zähne, Nice teeth. Thanks. I've been quite a bit for him. Aber er hat das nicht Goldzähne? Vielleicht? Wir brauchen noch Gold. Did I mention how great your teeth look? Die sind einfach gelb. Ja, aber er meinte, thanks again. Meinte, er hätte dafür bezahlt, ne? Is this some kind of a trick? I don't do magic. I'm just a horse. Well, I gotta go. See you later. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik gerade einen Hänger hat, aber das kann jetzt auch nur an mir liegen. Yeah. It looks like someone's dentures were in here. Aha. Hey, I've got to put them somewhere. Aber das heißt, die Zähne können rausgenommen werden. Ja, wofür wir auch immer Zähne gebrauchen. Ich weiß ja nicht, können. Ob sie echt nicht vielleicht Goldzähne sein, weil er meint, er hat eine Menge bezahlt, ne? Ja, das kann natürlich sein. Der ist halt auch ein bisschen zu einfach. Können wir dann die sein Prothesengefäß mitnehmen, eventuell? Ja. I don't think I want this. Ah, okay. Ich glaube auch. Die Flüssigkeit hier dürfte irgendwie etwas zweifelhaft sein. Möglich. Erforschen wir dieses Menschen doch weiter, allerdings erst in der nächsten Folge. Genau. Wenn wir gucken, ob denn die Musik auch nochmal irgendwie weitergeht. Aber. Ja, und wenn wir dem Pferd noch weiter auf den Zahn fühlen.
Genau, aber ich würde auch sagen, einem geschenkten Gaul sollte man nicht ins Maul schauen. In diesem Sinne, ja. Hold Rio und gute Nacht. Bis dann, ciao.